Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich schon auf mein Main eingeloggt. Wir wollen nämlich ein bisschen Gold ausgeben. Diesmal habe ich noch nichts im Voraus gekauft. Hat einfach so ein bisschen den Grund, ich konnte mir noch keine Testcharts erstellen. Ich hatte das letzte Mal die Problematik, dass es ein Maximum an Testcharts gibt, die man sich erstellen kann, auf denen ich ja teilweise auf anderen Servern TMOG kaufe. Und ich konnte letztes Mal ja nicht alle Sachen lernen. Mittlerweile ist diese Woche anscheinend wieder rum. Das ist weder die WoW-ID-Woche, also weder quasi von Mittwoch bis Dienstag, noch eine normale Woche von Montag bis Sonntag quasi, sondern anscheinend geht es ab dem Zeitpunkt los, wo man sich die Charts erstellt hat. Irgendwie so muss es sein. Zumindest hat es jetzt ein Weilchen gedauert, bis ich wieder meine Charts erstellen konnte. Und ja, jetzt habe ich ein paar Sachen noch von letztes Mal lernen können und ich kann mir quasi wieder neue Testcharts erstellen. Ich habe hier auf Blackmore mit meinem Main auch schon mal durchgescannt und muss sagen, hier sieht es leider relativ mau aus. Es sind aktuell 76 Items drin und es geht hier ab knapp 80.000 los und das sind alles uninteressante Sachen. Ich kaufe ja quasi alle Items, die ich noch brauche, bis 50.000 Gold sofort raus, egal was es ist. Ne? Liegt daran, dass ich schon fast alles habe, das man kaufen kann dementsprechend. Ne? Und dann die removeden bzw. irgendwelche seltenen World Drops bis 200.000 kaufe ich raus. Jetzt sind hier weder irgendwelche seltenen Sachen noch World Drops drin bis 200.000, deswegen ist es auf Blackmore ehrlich gesagt nichts Tolles. Ich bin ja immer noch so ein bisschen am Hoffen, dass die aktuellen Gear-Teile ein wenig günstiger werden, um dementsprechend da noch das ein oder andere Teil kaufen zu können. Heißt, Blackmore ist schon mal an sich eine Nullnummer, da können wir nichts kaufen, aber ich habe parallel schon auf ein paar anderen Servern auch gescannt. Hier auf dem Zweit-Account habe ich, warte mal, das können wir, obwohl, das kann ich auch mal offen lassen. Ich stehe hier gerade und campen Rare hier den Gaga oder wie der heißt, der Eisenbieger, aber der spawnt irgendwie nicht. Und nebenbei dachte ich mir, komm, ich scanne mal ein bisschen. Und ja, hier habe ich interessante Items gefunden. Ihr seht, wir haben hier auf Thrall ist das 54 Items noch drin, die ich mir overall kaufen kann. Und da sind zwei, die, oder es sind theoretisch sogar drei, die von Interesse sind. Wir haben gesagt, bis 50.000 kaufen wir die Sachen. Das sind jetzt aber hier, wie ihr seht, Max-Level-Items, also Stufe 60. Einen Testchar kann man nur auf Stufe 50 erstellen, deswegen schwierig. Heißt, ich brauche tatsächlich Chars, mit denen ich das lernen kann. Einen Kettenchar ist dieser Hunter, der ist auf Stufe 60. Ich habe in letzter Zeit mal ein paar Twinks hochgelevelt. Und ich sehe immer noch das Interface ein bisschen buggy seit dem Pre-Patch. Und dann habe ich noch ein Leder-Item, ein Lederteil kann ich auch lernen. Ich habe hier noch ein Max-Level-DH. Leider haben wir hier noch ein Stoffteil, was ich auch gerne gekauft hätte, aber ich habe kein Stoffchar hier auf dem Server, deswegen können wir das nicht kaufen. Und ab da wird es dann schon wieder teurer, beziehungsweise hier wäre vielleicht noch interessant die Dämmerklinge. Das ist ja so ein World-Drop, aber die Geschichte ist, dass ich da schon mich ein bisschen informiert habe. Und zwar, wo haben wir es? Hier ist einmal der Reiter. Und da schauen wir mal runter. Es gibt die Dämmerklinge günstiger auf verschiedenen anderen Servern. Nefarian, Uldua und wie sie alle heißen, Manoroth. Da ist eine drin für knappe 100.000. Also die jetzt hier für 200.000 zu kaufen, ist, glaube ich, nicht zielführend. Deswegen machen wir das nicht. Gut, aber die zwei Items können wir uns kaufen. Heißt, das für 20.000 will ich mir einmal eintüten. Und das hier für... Ah, Moment, ist das jetzt mittlerweile raus? No! War ich zu langsam? Ernsthaft? Ach, Dreck. Ich hab vor ein paar Minuten gescannt gehabt. Ja, gut. Ja, gut. Tatsächlich, das Ding ist schon raus. Aha, das haben wir natürlich jetzt gelitten. Okay. Wenn ich komme zur rechten Zeit, ne? Dann haben wir leider nur ein Item, was wir uns kaufen konnten. Und das ist einmal hier dieses Kettenteil. Das können wir jetzt schon mal lernen. Oh ja, schön. Meine Addons spacken immer noch ein bisschen rum seit dem Update. Und das leckt ein bisschen, wenn ich was lerne. Okay, das ist sogar schlechter als das, was ich anhabe mit dem Char. Perfekt, ich habe schon... der ist relativ gut equipped für meine Gammel-Twinks tatsächlich. Dafür, dass der auf irgendeinem 10. Server ist, der Char. Also, für Twinks. Normalerweise haben meine Twinks nicht mal 100er Item-Level, weil ich die mit Pet-Battle hochziehe. Okay, gut. Also, dann können wir das schon mal in die Liste eintragen. Das haben wir hier... Warte mal, ich kopiere das mal einmal rüber. Also, das ist das erste Item für... Was haben wir da jetzt gezahlt? Genau 20.000. Also, 20.000 für das Item hier. Und das ist einmal woher? Aus Kassenathria.
Und das können wir dann auch gleich mal aus meiner BOE-Liste austragen, wer die noch nicht kennt. Ich habe die mittlerweile auch online gestellt und da kann jeder draufklicken. Ihr könnt es, glaube ich, nicht ändern, ich hoffe zumindest, ja. nicht, dass mir dann jemand meine Liste verhaut. Ich habe zwar nochmal in einer anderen Offline-Tabelle ein Backup, aber man weiß ja nie genau. Und jetzt suchen wir das einmal, das Item. Und da unten haben wir es. Das ist das HC-Item, war das, ne? Nicht, dass ich jetzt was Falsches eintrage. Genau. HC heißt, das können wir jetzt hier einmal rausschmeißen und dann fehlt mir da nur noch die Mythic-Version. Aktuell brauche ich hier noch ein paar Sachen aus Classic, ein bisschen was aus hier Wottle, ein paar Sachen aus Legion, ein gutes Stück an Items aus, warte mal, ich kann, jawohl, das passt. Gutes Stück ein Item aus BFA, hier ist aus aktuellem Shadowlands-Content. Und dann sind es hier Phishing, paar Schließkassetten und World Drops. Und das sind alle Sachen. 109 Items sind jetzt, die man online oder aktuell noch farmen kann. Und dann sind es noch eine ganze Menge an removeden Items, die teilweise noch im AH sind, aber nicht alle. Ne? Das sind dann nochmal knappe 200 Items, die removed sind. Wahrscheinlich die Hälfte oder so gibt es noch irgendwo auf Servern. Und ja, da gucke ich, dass ich mir die zusammenkaufe. Gut, also ihr seht, es sind nicht mehr so viele Items, die man tatsächlich überall holen kann. Gut, das haben wir jetzt ausgetragen. Dann würde ich sagen, gucken wir auf noch einem Server. Ich habe ja vor ein paar Wochen mir einen Char hier auf Asuna, also einen Testchar gemacht. Also das ist einer, den ich jetzt dann wieder lösche, sobald ich den hier nicht mehr brauche. Und da hatte ich ja ein paar Schnapper gemacht, ein paar Items, die quasi removed waren. Jetzt habe ich hier mal nochmal gescannt, weil ich den Char ja zufällig noch habe. Wollte schon scrollen und merke, ich kann gar nicht scrollen. Hier sind nur 15 Items drin, die ich kaufen kann. Nichts removedes mehr. Und was aber drin ist, päpstlicher Filz, 1,7 Millionen, kann man sich überlegen, sehr seltenes Item aus Uldaman, aber sonst hier nichts Interessantes drin, also auch hier werden wir nichts kaufen. Gut, dann würde ich sagen, logge ich noch ein bisschen weiter und gucken mal, ob wir noch was Interessantes finden. So, dann habe ich wieder ein bisschen weiter gelockt und zwar jetzt auf Lothar und ihr seht, ich stehe auch mit dem im Frostfeuer gerade, da bin ich nämlich noch einen anderen Rare am Farmen, der auch nicht auftauchen will, naja, so viel dazu. Aber wir haben hier ein paar nette Items drin. Ich habe ein bisschen gescannt. Es geht hier bei knapp 90k los. Sind hier nur 50 Items noch drin. Lothar ist jetzt nicht so der volle Server. Aber es sind, wie ihr seht, einige removed Sachen hier am Start. Gut, einige sind halt auch für Goldcap drin. Ne? Das werden wir uns jetzt eher nicht kaufen. Aber was hier interessant ist, sind einmal die Ingenieurshandschuhe. Und zwar war das letzte Item, was mir quasi in der offenen Welt in Classic fehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich All the Things gerade aktiviert habe hier. Warte mal, wir können mal kurz reingucken. Es buggt alles nur ein bisschen mit den Add-ons, beziehungsweise auf dem Dings können wir es aussehen. Halt, das ist das Falsche hier. Hier müssten wir sehen. Genau, hier. Stranglethorn, das ist quasi ein Zonendrop. Die Ingenieurshandschuhe, die wollte ich mir das letzte Mal schon kaufen, aber dann sind die bei einem anderen Server aus dem Auktionshaus raus gewesen und dementsprechend konnte ich mir die nicht mehr holen. Jetzt wären die hier drin. Vom Preis her sind die sogar auch relativ okay. 200k knapp, also das ist auf jeden Fall ein Preis, der okay ist. Ups, jetzt haben wir hier versehentlich irgendwas aufgemacht, das wollte ich nicht, egal. Habt ihr was Antikes zum und das andere, was noch drin ist, Hirschlederkappe. Und zwar ist das ein removedes Item. Das ist jetzt über 200k. Ich bin aber überlegen, ob ich das kaufe, weil aktuell habe ich jetzt nicht so viele Sachen gefunden. Ich habe die jetzt auch schon gerade mal nachgeschlagen gehabt. Ne? Wir wollen ja immer schön Preise vergleichen. Und zwar haben wir hier einmal die Ingenieurshandschuhe. Und ihr seht, hier die günstigsten sind tatsächlich auf Lothar, Belgun, Ashara, Krakchin. Und das sind nicht viele drin. Es sind EU-weit 4 Stück drin. Gut, die sind jetzt alle im selben Preisspektrum, ne? Aber das hier sind tatsächlich die günstigsten, heißt, die werden wir uns kaufen. Hirschlederkappe habe ich auch schon nachgeguckt. Das ist jetzt über 200k, aber ihr seht, auch EU-weit ist das günstigste, heißt, da werde ich das Ding nicht günstiger kriegen. Deswegen würde ich sagen, die beiden Sachen tüten wir ein. Ingenieurshandschuhe und Hirschleder-Cape, das werden wir auch eintüten. Und ja, das war jetzt dann doch ein bisschen mehr. Was haben wir dafür jetzt gezahlt? 413.000 zusammen. Moment, ich habe bestimmt irgendwo hier Postkasten. Toll, dann können wir uns das rausholen. Ich tue mir immer noch ein bisschen schwer, ne? Hier mit den ganzen neuen Symbolchen und so. Also, wir wollen das Gekaufte haben. Niemand schickt noch Liebesbriefe. Da, das hier und wo ist das andere? Ah ja, da. Die Sachen kann ich auch tatsächlich gleich lernen.
mit dem Stoffcharm. Gut, das erste haben wir. Und das lernen wir natürlich auch gleich mal. Und dann können wir es auch noch eintragen. Ich hoffe, die Add-ons fixen sich die nächsten Zeit, oder beziehungsweise die Add-on-Anbieter stellen da Fixes bereit, ne, dass dieses Lag-Zeug raus ist, wenn ich was lerne. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Gut, okay, dann schauen wir mal, dass wir das einmal eintragen in die Tabelle. Warte mal, ich ziehe das mal kurz rüber, dann tue ich mir da ein bisschen leichter. Also, die Ingenieurshandschuhe, die hatten wir gekauft für 199.000, also 198.954, das runden wir jetzt mal großzügig auf um die knappen 50. Und die zweiten, die Hirschleder, das Hirschleder-Cap, das hatten wir gekauft für 214.200, das runden wir einfach ab. Und dann sind wir jetzt angelangt bei 433.000, so rum haben wir jetzt ausgegeben. Okay. Dann habe ich natürlich selbstverständlich parallel noch auf anderen Servern gescannt. Jetzt muss ich bloß gerade gucken. Ah, genau, hier haben wir Antonidas. Da geht es jetzt hier los mit 65k. Es sind 63 Items overall im Auktionshaus. Auch ein paar Removed hier hinten oder World Drops, die dann noch ein bisschen teurer sind. Und hier habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gefunden. Ne? Das ist jetzt hier alles irgendwie Dungeon Loot. Nichts Interessantes drin. Und dann hier bis 200k haben wir nichts. Jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen geguckt. Nö, also es geht, bei interessanten Sachen geht es hier los, bei 350.000 aus dem Loch Modan ist hier eine Axt, aber nee, die werde ich mir jetzt tatsächlich nicht holen. Nee. Okay, also Antonidas können wir schon mal vergessen. Dann habe ich auch noch hier einen Testchar auf Stormscale vom letzten Mal und ich habe mich auch gescannt, hier sind ganze 88 Items drin, also ein bisschen mehr als auf den anderen Servern und da ist jetzt auch nichts weiter Interessantes am Start. Geht bei 65k los, also da ein bisschen drüber. Das erste, was interessant wäre, wäre das Teil hier. Blutrünstiger Pyriumgürtel schimpft sich das. Und er ist für 222k drin. Der war mal ein gutes Stück günstiger drin. Ist auch der einzige EU-weit tatsächlich. Also es wäre eine Überlegung, den zu kaufen. Ich bin mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher, den kann man auch herstellen, vielleicht kriege ich den nochmal irgendwie günstiger, da muss ich mich erstmal nur informieren, ne? Und zumal muss ich da erstmal das Gold noch rüber basteln, heißt, da halte ich mich jetzt erstmal zurück. Wenn wir sonst nichts auf keinem anderen Server mal irgendwas finden sollten, dann werde ich mit denen vielleicht kaufen, um die Millionen voll zu machen, aber weiß ich nicht. Hier ist auch nochmal, das ist Loch Modan drin, oder? Ist das dasselbe? Was, 244? Könnte man machen, muss man aber jetzt nicht. Hier ist ein Item aus Uldermann drin, das könnte vielleicht auch interessant sein. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal noch nach ein paar günstigeren. Genau, das soweit dazu. Dann würde ich sagen, schaue ich auf den nächsten Servern, was wir da noch so finden. Dann bin ich als nächstes hier auf Equin. Und zwar geht es hier bei 99k los, beziehungsweise wir haben 25 Items drin. Jetzt ehrlich gesagt nichts Großes von Interesse. Das erste, was interessant wäre, wären hier die Handschuhe des Peons. Die sind bei 256k. Würde ich jetzt erstmal noch nicht kaufen. Ich denke mal, wir werden da auf dem einen oder anderen Servern vielleicht noch was günstigeres finden. Heißt, Egwin erstmal uninteressant. Dann habe ich hier auf Erre dadurch gescannt. Hier haben wir gleich ein Item gefunden und zwar ein schicksalhaftes Item, 278er Item Level. Das ist aus dem Mausoleum im NHC. Haben wir gesagt, bis 50k kaufen wir die. Hier auf Erre da habe ich jede Klasse einmal auf Max Level. Dementsprechend habe ich auch einen Stoffchar. Das können wir uns schon mal kaufen. Und das andere, was von Interesse gewesen wäre, wäre hier Halsabschneider Schulterstücke für knappe 200k removed ist. Jetzt habe ich aber schon mal ein bisschen geguckt gehabt. Wir können das mal rüberziehen. Halsabschneider, Schulterstücke. Es gibt welche auf Draenor für 100k. Und die wären doch interessanter. Ich habe auch auf einem anderen Account hier, ich kann das mal rüberziehen, jetzt auf Draenor schon mal gescannt. Und da sind sie drin. Ich habe jetzt extra mal nur bis Stufe 50 eingestellt. Die sind episch. Ich habe sie fast nicht gesehen. Wir machen es jetzt mal wieder anders. Meistens schaue ich halt hier durch, ne, was sind Items drin. Die epischen ignoriere ich schon, weil es zu 99% irgendwelche Raid-Drop-Sachen sind und die halt nicht removed sind. Und ja, ich hätte das fast übersehen. Ich wusste nicht, dass das auch quasi in epischer Qualität gibt. Das ist irgendwie komisch. Eigentlich ist das erste Ding seit, ich glaube, wann ist denn das seit
Draenor, dass die Teile beim Questen oder andere Sachen episch rollen können. Sonst hatten die Sachen immer eine fixe quasi Klassifizierung. Aber das Ding ist anscheinend irgendwie episch. Keine Ahnung, wie das geht, aber ist so, ne? Und dann werden wir uns das lieber hier kaufen. Das andere, was ich auch noch geguckt hatte, Handschuhe des Draufgänger-Piloten, die sind einmal aus Gnomeregan für 200k. Und das ist interessant, weil wenn ihr reinguckt, hier gibt es drei ganze U-Wald, 200k, 700.000, Goldcap. Das ist so ein übelster Rare-Drop. Das kann ich mir aber jetzt noch nicht holen, weil ich halt gerade den Testchar hier erstellt habe. Dementsprechend habe ich kein Gold und muss da einmal erstmal warten, bis ich mir Gold rüber gebastelt habe. Und dann können wir da vielleicht später noch gucken. Es dauert immer eine Stunde, muss ich mal auf einen anderen Char gehen. Und dann können wir da vielleicht mal schauen, dass wir das kaufen können, wenn es bis dahin noch nicht weg ist. Gut, dann würde ich sagen, verbuchen wir erstmal das eine Item, was wir jetzt hier auf Erida uns gekauft haben. Und zwar das hier. Und das ist ein Stoffteil. Die Fäustlinge sind das. Tragen wir es auch mal in die Liste mit ein. Dass wir das hier drin haben. Das haben wir für 50.000 gekauft. Und ja, dann würde ich sagen, logge ich wieder ein bisschen weiter und schaue, ob wir noch ein paar Sachen finden können. So, dann bin ich jetzt noch auf dem letzten Char bzw. Server, wo ich Max-Level-Chars habe. Und zwar ist das jetzt hier einmal Black Hand. Und hier geht es bei 60k los. 81 Sachen sind drin. Aber so wie ich jetzt schon mal grob durchgeguckt habe, sieht es da leider schlecht aus. Ist jetzt ehrlich gesagt nichts von Interesse drin. Das erste, das interessant wird, ist die Dämmerklinge, aber die ist halt hier bei 300 irgendwas 1000. Also das machen wir nicht. Nee, also da ist jetzt nichts drin, was wir holen können. Hier das Ding hier, ne, wenn es ein Ticken günstiger wird, auf 50k runtergeht, dann würde ich es mir kaufen, aber ja. Jetzt würde ich sagen, suche ich einfach noch auf ein paar anderen Servern, gucke ein bisschen, ob es noch was Günstiges kriegt. Ein paar Testchars müsste ich mir erstellen können und dann gucken wir mal, ob wir noch das ein oder andere auf einem anderen Server kriegen können. So, da jetzt bin ich hier einmal auf Draenor eingeloggt und habe auch schon das Gold gekriegt, denn wir wollten ja ein bisschen shoppen gehen. Insgesamt habe ich hier ausgegeben 316.500 Gold und rausgekommen sind 300.675. Die 300k brauche ich nämlich, um was kaufen zu können. Das Restliche ist so ein bisschen Schwund. Und ne, man sieht ja hier die Auktionshausgebühr. Da muss man dann immer ein bisschen was abdrücken, wenn man quasi Gold von einem auf einen anderen Server kriegen möchte. Nichtsdestotrotz lohnt sich das meiner Meinung nach, denn wir können hier zwei günstige Sachen schießen. Wir hatten es ja vorher einmal schon angeguckt. Wir haben hier einmal Halsabschneider Schulterstücke für 100.000 Gold. Die wollen wir uns einmal kaufen. Und das ist ein removedes Item, also das kaufen wir uns schon mal. Und dann das zweite Item war ja ein Classic Dungeon Drop, ein sehr, sehr seltener, hier aus Gnomeregan, Handschuhe des Draufgänger-Piloten und die kaufen wir uns auch einmal. Das eine ist ein Stoff-Item und das andere ein Lederteil, nee, Kettenteil, da muss ich mir dann noch einen Testchar erstellen. Und mal gucken, ich hoffe, ich habe noch genug tatsächlich. Gut, die nehmen wir jetzt einmal raus. Das eine können wir direkt schon mal lernen. Und das dann auch hier mit eintragen. Warte, ich ziehe das bloß mal rüber. Also, das erste, was wir haben, hier mal, also wir hatten 16k Pi mal Daumen Gebühr, ne, die müssen wir eintragen. Dann hatten wir die Handschuhe für 200.000 und dann hatte ich hier die Schultern für, was haben die gekostet, 100.000, ne? Dann sind wir jetzt auf einem Stand, also 16k Trainer und da die zwei Items, ne? Bei 799.000, theoretisch waren es noch 500, aber die lassen wir jetzt mal hinten wegfallen. Wobei wir könnten sagen, wir runden die 500 auf 7, komm, das machen wir, dann haben wir genau 800.000, runden wir es auf. Ich glaube, wir haben vorhin mal was abgerundet, dann kommen wir auf 800k, die wir bis jetzt ausgegeben haben. Ich habe jetzt nochmal Gold auf zwei andere Server rüber gebastelt, da werden wir auch nochmal gucken und ja, da dauert es aber noch ein bisschen, bis das Gold da ist, da werden wir sicher noch über die Million drüber kommen.
So, Dalla, jetzt habe ich noch ein bisschen auf verschiedenen Servern gescannt gehabt, beziehungsweise mir ein paar Sachen rausgesucht. Hat jetzt auch eine Weile gedauert, bis mein Gold da war. Zwischenzeitlich war ich auch nur essen. Ich hoffe, dass die Items, die ich mir jetzt rausgesucht habe, nicht weg sind. Das ist mir das letzte Mal passiert, da hat es zu lange gedauert, bis ich alles soweit das Gold drüben hatte. Und ja, jetzt ist es irgendwie über 2 Stunden her, wo ich das Gold dann rübergebastelt habe. Wir werden gleich sehen, ob noch alles da ist. So, als erstes nehmen wir ein bisschen Gold raus und ihr seht, ich habe hier 610.000 Gold rübergeschickt. Die Gebühr sind 30.500 und an Gold habe ich am Schluss hier rausgeholt 579.500 Gold und die 8 Silber und 40 Kupfer, aber das ignorieren wir jetzt mal. Gut, was habe ich mir an Items hier rausgesucht? Gescannt haben wir schon mal einmal. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo haben wir es denn? Also, ich habe hier einmal geguckt gehabt. Das erste, was uns auffällt, ist dieses grüne Item. Das ist ein World Drop aus Red of the Lich King. Und zwar ist der für 100k drin, was für ein World Drop eigentlich relativ solide ist. Ihr seht, regionale Marktwert sind fast 500.000, hier ist er für 100k drin, ist eine ganz nette Sache. Das zweite, was wir haben, was auch ganz gut aussieht, Eichhorns Brustharnisch. Und der ist hier für 145.000 drin, ist aus dem Scharlachroten Kloster. Das ist auch ein sehr seltenes Item. Ihr seht, regionaler Durchschnittswert, fast 600.000 Gold. Dann haben wir Regen, irgendwas, Tuch, Umhang, und der ist für 155.000 drin, regionaler Marktwert 1,6 Millionen. Aber wir werden uns gleich auch nochmal im Undermine Journal das angucken. Und dann habe ich noch drei andere Items gesehen. Hier einmal das Schild, ja, das ist für 160 drin. Dann haben wir die Dämmerklinge, das ist auch ein World Drop. Also hier das Schild hier ist ein World Drop. Und die Dämmerklinge ist auch ein World Drop, die ist hier für 175k drin, sonst regionaler Marktwert 150 und das Schild ist regionaler Wert 423. Und dann haben wir nochmal ein rausgepatchtes Item, verzierte Pyrium-Gürtel für 178.099, also 179.000, regionaler Durchschnittswert 5 Millionen Gold. Also das sind so die Items da unten, das habe ich jetzt mal weggelassen, werden wir vielleicht nachher nochmal gucken. So, und jetzt habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, können wir das einmal rüberziehen. Hier haben wir erstmal die Axt und ihr seht, das erste Item, Argent Dawn, ist der Server, wo ich mir Gold rüber gebastelt habe, 100.000. Das nächste Item ist bei 350.000 oder 60.000 fast, also das Ding ist auf jeden Fall tippitoppi, das kaufe ich mir hier. Das nächste Item ist einmal dieser Eichhorn irgendwas Brustharnisch, der ist irgendwie nur hier auf Erre da für 1,2 Millionen drin. Das ist anscheinend ein anderes Item-Level und hier sind nicht alle Item-Level drin. Also das Ding ist auf jeden Fall auch ein Schnapper. Dann Regentuchumhang, den habe ich hier für 155.000 auf Argent Dawn, ist auch günstiger. Und verzierte Pyrium-Gürtel, den haben wir hier quasi mit 178.000 auch günstiger. Und hier hinten haben wir den nächsten für 5 Millionen. Also das Ding ist auf jeden Fall ein Schnapper. Dann hatten wir noch die Dämmerklinge, die habe ich jetzt hier drüben. Und zwar habe ich gesehen, dass hier auf anderen Servern die nur günstiger drin ist. Und zwar gibt es die auf verschiedensten Servern hier für 100 Carnefarian, Gilneas, Sastromat sind die für 100k drin. Beziehungsweise Konsortium gibt es die auch. Dementsprechend werde ich mir die hier nicht kaufen. Und das Schild, das hatte ich mir auch gegoogelt, beziehungsweise hier im Undermine Journal angeguckt. Und das war auch günstiger, aber das habe ich dann schon wieder zugemacht. Also das habe ich schon verworfen. Heißt, das werden wir uns nicht kaufen. Bedeutet, wir shoppen jetzt hier diese Klinge. Die werden wir uns holen für 100k. Dann werden wir uns holen den Brustpanzer für 145.000. Dann kaufen wir uns diesen Regenumhang. Regentenumhang heißt der so rum, nichts mit Regenumhang. Das Schild, wie gesagt, da gab es noch ein günstigeres woanders. Die Dämmerklinge habe ich auch nachgeguckt, die gibt es auch woanders günstiger. Und das Ding hier mit einer halben oder mit einem halben Goldcap, was es sonst kostet, da sind die 180k knapp auch günstiger. Heißt, Dreck habe ich jetzt, ich habe mich verkalkuliert. Nein, ich habe mich verkalkuliert. Wie viel fehlt mir jetzt? Das kann ich mir doch jetzt nicht erzählen. Mir fehlen jetzt bisschen über 100 Gold. Ach, Schreck, lass nach. Okay, da habe ich es anscheinend zu knapp gemacht. Strange. Gut. Heißt, da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was ich verkaufen kann.
Aber da krieg ich keine 100 Gold für, ne? Ach, Dreck. Oder ich muss halt nochmal irgendwas rüber basteln und kann dann danach noch gucken. Okay, also da fehlt mir anscheinend nochmal ein Ticken was. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da müssen wir nachher noch ein bisschen nacharbeiten. So, aber dann holen wir jetzt schon mal die Sachen raus, die ich da einmal gekauft habe. Ich bin gerade überlegen, wenn ich mein Gear verkaufe, was ist denn das wert? 12 Silber? Na gut, da kriegst du nichts für. Schade. Ja gut, das war jetzt ein bisschen eine Nullnummer. Aber okay, passiert. Ja, deswegen, man soll es nicht zu knapp machen. Die Sachen können wir jetzt schon mal lernen. Also, die Axt können wir schon mal lernen. Dann, achso, jetzt mit den Addons, das leckt ja immer so ein bisschen. Dann können wir den Umhang auch schon mal lernen. Dann muss ich mal schauen, wie ich das jetzt in die Tabelle eingetragen kriege. Ich trage es jetzt mal mit ein und dann gucke ich mal. Okay, und da muss ich mir noch einen Kettenschar dann erstellen, dass ich das auch lernen kann. Tragen wir die Sachen schon mal in meine Tabelle ein. Ziehen wir das einmal rüber. Und zwar, das war jetzt einmal das Item hier. Das hatten wir gekauft für 100.000. Das war die BOE-Klinge. So, dann haben wir den Umhang. Den hatten wir gekauft für wie viel? Warte mal, sehe ich es noch? Ne, das sehe ich jetzt nicht mehr. Ach, Moment, den hatte ich nicht gekauft. Das hatte ich gekauft. Ich dachte mir gerade, das für 155 hatten wir das gekauft. Und das hatten wir für 145, beziehungsweise ein paar zerhackten, ne? Also das ist dann einmal 146. Das muss ich aber auf einem anderen Char lernen. Das könnte ich zwar jetzt mit dem anlegen, aber dann ist das Ding RIP. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert und ja, das ist dann immer ziemlich, ziemlich bitter. Gut, dann würde ich sagen, dass man da dann nochmal mir ein bisschen Gold rüberbast, dann kann ich das vielleicht noch lernen und dann schauen wir nachher nochmal, beziehungsweise ich, ja, das ist halt jetzt sau ärgerlich, ne, dass es um ein paar Gold nicht reicht. Das ist halt sau bitter, jetzt muss ich dann wieder eine Stunde warten, um da das Gold rüber zu kriegen. Gut, da muss ich dann mal gucken. So, parallel habe ich aber auch noch auf einem anderen Server gescannt und da können wir jetzt dann gleich noch reingucken, beziehungsweise, achso, ich muss noch zusammenzählen, was ich jetzt, hier quasi als Cut ausgegeben habe. Warte mal, das waren 100k, 155, 146 plus, was hätte das eigentlich hier gekostet? 190, 300, naja gut, okay. Nee, das mache ich dann nachher noch. Da muss ich dann nochmal genau nachschauen, was ich jetzt als Cut ausgegeben habe. Jetzt werden wir aber erstmal noch einmal auf einem anderen Server gucken. Und zwar habe ich hier auch noch gescannt und das ist jetzt auf Nefarian, meine ich. Ja, Nefarian. Und da habe ich auch ein, zwei Items gefunden. Jetzt gucken wir da mal einmal rein. Wir haben Gold rübergeschickt, 190. Dann schreibe ich mir das jetzt gleich mal auf, dass ich da nicht wieder verkacke. Also das ist Nefarian und da hatten wir 10k rüber Transferierkosten. Und haben jetzt 180.000 Gold. Und hier ist einmal die Dämmerklinge, die wir ja vorhin schon mal nachgeguckt hatten, ne, dass die hier wesentlich günstiger ist. Die werden wir uns gleich mal kaufen. Und das andere, was ich hier noch gesehen habe, also abysische Stoffhose des Feuersturms. Das ist auch ein removedes Item und die kostet hier 80.000. Die hatte ich hier auch nachgeguckt und ihr seht, hier mit 80k sind wir ziemlich günstig. Hier gibt es noch zweimal weiter eine EU of Stormscale und Emerald Dream und da sind sie deutlich teurer. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Geschäft. Heißt, die werden wir uns auch einmal kaufen und dann können wir die auch einmal rausnehmen. Die zwei Items. Warte mal, ich habe doch hier... Nee, das ist kein Stoffchar, das ist ein Plattenchar. Das ist natürlich blöd. Da muss ich mal auch nachher gucken, ob ich mit meinen ganzen Testchars da noch hinkomme. Also, das Ding lernen wir jetzt einmal. Das Teil lernen wir einmal. Und die Hose, die muss ich dann nochmal mit einem anderen Char quasi gucken. So. Jetzt tragen wir die beiden Items auch nochmal einmal kurz ein. Also, die Dengemar-Klinge. Und dann noch die Hose. Die Hose einmal auch noch mit rein.
Also, was hat das hier gekostet? Das war, die Dämmerklinge hatten wir für 100k gekauft. Und das hier hatten wir hochgerechnet für 80k in etwa gekauft. 80.000. Okay, so viel zu meiner Tabelle bis dahin. Ich zeig's euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar haben wir jetzt die Sachen, die wir vorher schon drin hatten, ne? Die zwei Items aus Trainer hatten wir vorher schon drin. Die drei sind wir jetzt von, wie hieß der Server? Argent Dawn, ne? Muss ich gleich nochmal raussuchen. Halt, das ist der falsche. Wie man das genau schreibt. Argent Dawn. Ah, das wird sogar zusammengeschrieben. Interessant. Das war hier Argent Dawn. Und jetzt sind wir tutti completi zusammen bei 1.391.000. Mir fehlt aber jetzt noch dieses eine Item von Argent Dawn. Ich würde einfach sagen, das trage ich jetzt schon mal ein und kaufe mir das dann nachher nochmal. Und zwar dieses Item hier, ne? Für 179 war das. Und das ist einmal hier dieser Pyriumgürtel. Dann muss ich mal gucken, ob wir den irgendwie da rauskriegen. Na, da muss ich nach einem vergleichbaren Ding suchen. Dann kann ich es nämlich kopieren. Dann macht es das ein bisschen einfacher. Da ist auch nur tatsächlich einer drin, ne? Bin schon überlegen, ob ich hier nach Gold schnorre, aber das mache ich eigentlich sehr, sehr ungern. Für 100 irgendwas Gold, weiß ich nicht. Die Dinger könnte ich verkaufen oder kommt halt auch leider nicht genug zusammen. So, wenn ich den noch mit eintrage, dann brauchen wir noch, ich glaube, die Gebühr zum Rüberhandeln von den 600k waren 30.000 und ein paar zerhackt, aber jetzt tragen wir einfach mal 30.000 ein. Genau weiß ich es jetzt nicht mehr, habe die Post schon gelöscht. Dann kommen wir sogar auf eine glatte Summe, wenn wir alles zusammen, ich glaube, das war 30.500 oder sowas, aber die lassen wir jetzt einfach mal wegfallen. Zusammen kommen wir tutti completi hier einmal dann auf 1.600.000 so rum. Und ja, das war einiges zum Ausgeben. Ich hoffe, dass ich das Ding noch kriege. Dann muss ich jetzt gleich nochmal die paar Goldmünzen quasi rüberbekommen, die 120 oder was es ist. Und ja, damit sind wir dann am Ende von der kleinen Aufnahme. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Vielleicht nochmal ein paar Tipps, wie ich es ein bisschen anders noch gestalten kann, wenn ihr da Änderungswünsche habt. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.